Deswegen ziehen wir ein paar Mauern. Und ihr haltet euch für einen guten Anführer? Ihr habt nicht einmal eine Mauer gebaut, um eure Stadt zu beschützen. Meine Truppen werden euch einen kleinen Besuch abstatten. Sofort. Ja, das mit der Mauer holen wir gerade nach. Hinauf und hinüber. Auf euren Befehl. Eigentlich sollte das dann schon größtenteils reichen. Hinauf und hinüber! Wie ihr wünscht! Ei! So, da kommt nochmal Stein, um das zu schließen. Und ja, es kommen gut Truppen. Verstanden. Sofort. Es gibt kein Zurück. Ich kann aber zum Glück jederzeit neue Trupps nachbilden, weil ich genug schon unterwegs Vorräte habe. Auf euren Befehl! Alles klar! Auf euren Befehl! Verstanden! So, dann ziehen wir uns mal hier rein zurück. Verstanden. Bis die hier Entsatztruppen da sind. Oh, sie wollen dort tatsächlich von hinten angreifen. Wie ihr wünscht. Ne, sie kommen wieder nach vorne. Schon unterwegs. Dann dezimieren wir sie mal endgültig. Oder ziehen sie sich schon zurück? Ei. Ich glaube, die ziehen sich zurück. Sofort! Unsere Truppen werden angegriffen! Alles klar! Wie ihr wünscht! Unterwegs. So, das müsste es eigentlich gewesen sein mit dem Angriff. Verstanden. Jawohl. So, das heißt, unsere Verluste ersetzen. Tja, hier müssten wir theoretisch auch zumachen. Die Frage ist, wie?
Da noch ein Torhaus errichten, ob das nicht Overkill wäre. Oder sollen wir einfach nur unsere Hauptstadt sichern und das da wird eh ignoriert dann dadurch? Ah, bringt die Steine wieder zurück. Nicht schön, aber funktional. Schon unterwegs. Verstanden. Noch immer schützt keine Mauer eure Stadt. Ihr lernt wohl nicht aus euren Fehlern. Ich werde eure lachhafte Siedlung niederbrennen. Jetzt haben wir mittlerweile eine Mauer. Ei. Alles klar. Und ich sollte mir Stein holen. Schon unterwegs. Oder Stein besorgen allgemein. Wer verkauft mir denn alles Stein? Janusberg und Ida. Und eigentlich sollte jetzt eine Mauer meine Stadt schützen. Alles klar. Auf euren Befehl. Verstanden. Auf euren Befehl. Jawohl. Wie ihr wünscht. Jedoch nicht. Auf euren Befehl. Ei. Sofort. So, ich muss Stein kaufen. Ich kaufe einfach mal so viel Stein. Wie ich nur kann. Verkauf hier mal die Hälfte. Ein Karren wurde ausgesandt. Aha, ich habe eine Mauer. Wie wollt ihr reinkommen? So, kaufe ich mal alle Steinvorräte, die er hat. Alles klar. Ei. Alles klar. Oh, sie kommen doch mit Rammböcken. Jawohl. Alles klar. Hinauf und hinüber. Alles klar. Okay, wir konnten die Rammen Gegner an der Ramme ausschalten. Ohne Besatzung kann der Ramme nämlich nichts machen. Oh, da besterben auch meine Leute. Ei.
Ja, die ziehen jetzt die Rahmenkarren zurück. Jawohl! Sofort! Ich glaube, ich habe jetzt auch eher einen Söldnertrupp. Schon genommen. Unterwegs! Sofort! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen! So, wir haben Steine. Damit können wir jetzt die Burg auch ausbauen. Der Baron ist in Randalfingen zu gut geschützt. Doch er bewacht stets persönlich den Goldtransport zum Hafen. Auf dem Weg dorthin können wir ihn abfangen. Ja, das ist eine gute. Plan, aber erstmal unsere Truppen wieder nachrüsten. So. Einen Trupp. Bogenschützen. Wenn wir nicht haben, Soldatenlimit noch immer erreicht. Wird aber durch den Burgausbau. Aber dann möglich sein, dass wir so einen Trupp und so einen Trupp anheuern können. Das reicht dann erstmal. Verstanden! Auf euren Befehl! So, wir kriegen wieder einen Nahrungsbonus oder auch einen Putzmittelbonus. Sofort! Wir mal gucken, wo sich der Baron gerade befindet. Sofort! Der fährt tatsächlich hier unten entlang. Das heißt, wir können ihm hier auflauern. Yippie. Er hat nicht mal wirklich eine Armee dabei. Sofort! Alles mit. Sehr gut. Wir haben den Baron gefasst. Was geschieht hier? Ich bin der Baron von Randalfingen. Ich verlange, dass ihr mich auf der Stelle freilasst. Da kommt er als Gefangenentransport. Ich bin euch für eure Hilfe sehr dankbar. Der Baron ist gefasst. Gallos wird bald wieder so sicher und wohlhabend sein wie in alten Zeiten. Wenn wieder Frieden herrscht, gibt es hier nichts mehr für mich zu tun. Naja, man kann nicht alles haben. Braucht euer Herrscher vielleicht noch einen fähigen Ritter? Bitte legt ein gutes Wort für mich ein. Elias wird ein gutes Wort für dich bei uns einlegen. Ja, leider müssen wir mit dir klarkommen, irgendwie. Aber ja, wir haben Mission 3 geschafft. Und das war alles, was wir in dieser Aufnahmesession schaffen werden, wahrscheinlich. Wir können aber noch in Mission 4 mal rein. Nee, wird sich nicht rentieren. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier, auch wenn das die Folgen etwas kürzer macht, schon mal einen Cut. Und dann gucken wir in der nächsten Aufnahmesession in Mission 4 nachfangen rein. Bis dahin hoffe ich, dass ihr mir weiter zuschaut und sage Hi ho und bis dann.